geht weiter mit dem schon 13. Teil. Es ist gerade Nacht geworden. Finde ich immer nicht gut. Weil dann solche Monster kommen. So, Creeper. Ach, Creeper. Ich bin wieder. Na, so kann ich nicht entkommen. Vielleicht noch mehr Creeper. Oh, Skelett. Eine Zombie. Doch, der auch was. Sollte ich schnell hochkommen. Gebaut. So weit bin ich noch von zu Hause weg hier. Und weil ich mich hier erst rüber gebaut habe. Enderman oder was? Ich wollte jetzt nicht mal da ein Skelett ausreichen. Skelette sind nicht so schön. Binne. Greift die andere so an. Ja, ich bin nicht mehr runter. Jetzt kommen wir hier hin. Ich muss mal nach unten kommen. Unten angekommen. Mein Haus überhaupt. Ich komme jetzt in der Richtung noch ein bisschen weiter. Ich denke, die Blüte, weil da ist es ja. Das ist mein Haus versteckt. Ah, Tommy, wo ist er denn? Sammeln und Umgebung. Das ist Creeper. Verschlafen gehen.
Bis morgen ist. Jetzt hole ich erstmal hier den Creeper hier ab. Creeper! Dass ich hier ins Wasser mit der Wende mein Haus jetzt anziehen kann. So, das könnte ich am besten auch nochmal anspitzen hier. Jetzt bin ich nicht zu Hause. Ach, Eisen habe ich nicht. Ich habe sowas für Diamanten. Ich habe hier erstmal rohes Zeug. Also ich glaube einmal braten hin. Jeden Setzling. Wenn man Bett nämlich an. Das Stock will ich machen. Wohin denn? Da. Dann aber man muss nicht. So, ich glaube, ich zum Ende des Hat mal angucken, wo ich auf mein Speed lang schankt. Den Fahrzeug habe ich jetzt nicht wieder über. Zwei Speed übrig. Dein. Ein Katzen jetzt länger. Ich habe mich hier ein bisschen runtergegraben. Ich glaube, ich grabe mal das Gold aus. Jetzt haben wir genug Material gehabt, was zu brennen. Weil das nämlich erstmal im Ofen gebrannt werden muss. Dann geschmolzen werden muss. Mal das ganze Goldvorkommen hier aufzugraben. Ah, Inventar schon wieder fast voll.
immer das Problem, volles Inventar. Ich weiß nicht, wie ich das lernen soll. Das Gold hier sammeln und da würde ich dann noch anschließend anhängen, zeigen, wo die Slime-Chunks sind in der Welt. Aber danke, ich glaube, ich bin jetzt 58. Kann ich nichts mehr abbauen. Kohle 57 auch schon wieder, also muss ich das Inventar schon wieder voll. Ich muss mal. Achso, das ist Latium. Jetzt kann ich nämlich doch mal ein Deck aufnehmen. Kann ich natürlich das Latium für die 49 wieder dann einziehen. Und Platzverschwendung. Ich kann noch mehr abbauen. Also irgendwie das Gefühl, so wenig Gold zu haben. Wer sonst noch was Unwichtiges herausschmeißen? Akazien-Setzling gehen. Hier nochmal rausschmeißen. Noch eine Stelle komplett leer. Ist ja immer noch weiter mit dem Gold. So weit geht da, jetzt habe ich hier eine Verbindung rausgegraben. So, bis da geht es ganz gut, das ist auch ganz schön hier, dass ich da jetzt eine Verbindung hingegraben habe. Das riesige Goldvorkommen, das dahin geht. Da sieht man, wie groß ich das da eingestellt habe. Ein bisschen macht das auch Spaß hier, wenn man dann immer sieht, wie die Pyramiden aus Goldblöcken bauen. Ich hab das auch gleich aufgebraucht. Nur 27 Durability hat die. Dann ist schon meine zweite Diamantspitzhacke aufgebraucht. Ich muss da was wegschmeißen. Schmeißen hier weg. Sand. Statt die denn jetzt noch 15. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und weg. Sind wir noch nicht? Cool. Muss sie doch eigentlich weg sein. Jetzt ist sie weg. Also den Sand natürlich aufgenommen. Über die Diamantennamen. Boah, hier sieht so chaotisch aus. Meine Diamantspitzhacke ist aufgebraucht. Hier sind natürlich erstmal Nachtgolderz platziert. Kann ich dafür noch einige aufnehmen. Ich habe jetzt mal genug Material, was ich im Ofen verfeuern kann. Und ist ja genug Gold.
Hier sind noch 4 Steaks. Dann 64 Steak rein. Dann 64 Steak rein und hier noch ein 64 Steak rein. Und ich muss mir eine neue Diamantspitzhacke herstellen. Das geht mit 2 Diamanten leider nicht, aber was ich mit 2 Diamanten machen kann. Habe ich das Leder? Ja, habe ich. Und ich habe extra auch 4 Obsidian. Nein, ich brauche ja ein Buch. Ich brauche ein Buch. Und dafür sind die 2 Diamanten, die ich jetzt habe. So Papier. Und dafür brauche ich, deswegen habe ich noch das Leder gesucht, damit ich hier ein Buch craften kann. Hier kommen 2 Diamanten. Hier ist die Obsidian, damit ich hier einen Zaubertisch habe. Weil ich habe nämlich Level 49. Die würde ich natürlich wissen, sinnvoll investieren. Wo? Hin damit. Am besten würde ich eine 2. Etage bauen. Aber ich habe 36 Schwarzeichenholzblöcke. Dann mache ich am besten eine Schwarzeichenetage daraus. Wo gehe ich am besten denn hoch? Hier habe ich noch ein paar Leitern. Leitern. Eine Leiter nur übrig. Oder habe ich die nur einfach hier eingeladen? Nein, ich muss die neue Leitern herstellen. Neue Leitern. Damit ich da oben eine 2. Etage bauen kann und wo ich vielleicht das Bettchen packen kann und den Zaubertisch. Es sind 3 Öfen gleichzeitig hier, die jeweils 3 Stacks an Golderz brennen. Oh, ich hab noch mehr. Ich hab noch mehr Golderz. Jetzt brennen alle Öfen Golderz. Dann kann ich nur jetzt erst eine Pyramide aus Gold anfangen zu bauen. Ich brauche 4 Leitern. Ich muss erst mal 2 solche craften. Eichenholz. Dann ein paar Sticks. Ein paar Leiter noch craften. Sechs Stück habe ich jetzt. Ich werde wahrscheinlich sowieso noch ein paar mehr brauchen. Sind hier Monster gespawnt? Anscheinend nicht. Und jetzt kann ich hier mit dem Schwarzeichenholz anfangen. Ach, kann man mit einer anderen Holzart beginnen. Hier, so. 1, 2 freilassen, hier, zack. 1, 2 freilassen, zack. So, nee, ich lasse es anders. Fenster hier, so. Wir sollen hier nämlich Fenster aus Glas rein. Da ich jetzt hier so viel Gold verbrenne, können wir vielleicht auch einen Dachboden aus Goldblöcken bauen. Oder aus Birkenholz. Ich glaube, Birkenholz würde ich ja lieber verwenden wollen. Erstmal muss mein Inventar schon wieder leer. Für 2 Goldbarren und ein Eisen. Und dann 64 Stack dazu. Da habe ich aber noch ein bisschen Lapis. Ich glaube, da könnte ich Lapis Lazuli-Blöcke am besten rausbauen, weil da schon so viel sich lammelt hier. Und sonst noch mehr. Eichenholzbretter. Da kann ich einen einsparen. Akazienholz. Also hier brennen die hier alle gleichzeitig an Golderz. Ich könnte auch noch ein Weizen nochmal wieder ein paar Brote craften. Na, so geht's. Hier gibt's wieder 37 Brote. Da ist noch nicht Nahrung. Ich kann noch essen.
Zack. Und jetzt brauche ich noch Glas. Hatte ich ja erst hier da zurückgelegt hier. Das Glas. Weil ich das jetzt bisher nicht gebraucht habe. Ich kann aber auch Glas Paint machen, also Glasscheiben. Machen wir jetzt mal ein paar Glas Paint. So, das sind sogar 16, also 6 Glasscheiben, 16 Glas, 6 Glasblöcken, 16 Glasscheiben. Ich bin einfach mal hier nach verbaut. Sollte da oben drauf. Aber einer macht nichts. Wir müssen so genug Glas. Ich finde, dicke reichen damit. Wieder einen verbaut. Ich glaube, wenn man die mit Silk Touch abbaut, dann brauchen wir noch mal mehr Glasscheiben. Ich weiß nämlich ein bisschen, weil hier aus den 24 Stück kann ich. So. Und mal 64 Stack rausbasteln. Ich noch das Dach bauen. Also als Entschädigung mache ich diesen Part ein bisschen länger als den letzten. Ein bisschen höher bauen. Müssen noch eine Schicht oben drauf. Das mal schön einrichten und vielleicht ganz oben aus Goldblöcken bauen. Dach aus Goldblöcken, weil ich mit der so viel Gold gesammelt habe. Ne, den lasse ich erstmal so. Ich habe ja fast fünf Stacks an Golderz. Und das, also fünf Stöcke gleichzeitig kann ich jetzt brennen. Weil so viel Gold wird das natürlich nötig. Muss ich jetzt erstmal nach unten kommen. Da ist dieser Block eigentlich relativ nützlich. Ohne zu schaden. Da komm. Ich glaube, ich muss mir dann noch später noch ein bisschen mehr mal holen. Ich muss hier anscheinend noch mal hin. Ich baue ich jetzt ein bisschen mehr. Ich baue das jetzt nochmal erstmal zu. Na, erstmal kommen die Fackeln rein. Fackeln, wo ist die denn? Dann habe ich keine Fackeln mehr. Ich kann aber trotzdem nicht herstellen. Zumindest das kann ich jetzt machen, also Fackeln herstellen. Dann kann ich vielleicht hier einen neuen Schlafraum oder Lagerraum aufbauen. Das ist ja aus Sicherheitsgründen erstmal hier zubauen. Nein, nicht dahin. Und dahin. Oh, der erste Ofen ist fertig. Kann ich schon mal das Gold hier aufsammeln. Und da habe ich vergessen aufzunehmen. So viel Gold. Ah, oh, schon gut. Ich hab 8 Stacks an Gold. Ich brauche erstmal 3 Diamanten. Am besten 4, weil ich ja die Schaufel mal nachmachen muss. Die Schaufel hat nämlich auch nur eine Durability, auch noch 535. Das ist erwartbar. Aber ein paar Sticks. So. Diamantspitzhacke. Und an den Diamantschaufel.
Pilze habe ich ja hier auch noch. Glück auf technischer Fortschritt. Habe ich zwei gleichzeitig. Könnt ihr die Pilze nochmal wegpacken? Oh, hier sind Fackeln drin. Ich nehme jetzt nochmal wieder raus. Kakteen brauche ich nicht. Seerosenblätter brauche ich auch nicht. Das ist Nahrung, das sollte man mitnehmen. Da ist Sand und Sandstein drin. Das hier oben ist halt Sand. Da ist Sandstein. Da ist noch so eine Truhe, wo ich die Sachen reinpacken kann. Hier müssen wir schon lospacken. Die Redstone sammle ich extra. Glasscheibe brauche ich auch gerade keine. Zuckerrohr braucht, ne, von hier unten hin. Was aber brauche ich nicht. Ich habe jetzt aber, was aber nicht gesagt, ich habe das Inventar. Eichenholzbretter lasse ich, die Erde lasse ich auch. Akazienholz brauche ich nicht. Eichenholz brauche ich auch jetzt nicht. Kohle, die sollte man dabei haben. Leitern lasse ich auch. Zitronen hatte ich einen Zaubertisch und dann, wie gesagt, Diamantwerkzeug. Den Zaubertisch, den kann ich auch ein bisschen auch nehmen. Oder die Baumstämme. Wir haben die Kiste als freigegraben. Gold. Geht ja immer noch weiter hier. Wir sind hier direkt unter der Farm. Da unten ist das der Ackerboden. Da unten ist die Wasserquelle. Die Wasserquelle, wo sind da hinten Bruchsteine? Ich sag, dass da Bruchsteine kommen. Jetzt Gold weggraben. Und Fackeln und noch mehr abgraben. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Goldrausch. Das ist nämlich noch längst nicht alles Gold gewesen. Kommt immer noch mehr Gold. Hat noch nicht aufgehört, der Gold bekommen. Nach seiner Seite, zack. Dann bricht das in den Gang hinein. Auch alles wieder zu kleiden. Ich glaube, das wäre auch nicht so schön, dass man da überall Erze sehen würde. Das ist alles dann hier frei. Jetzt habe ich hier noch Gold weg. Aber noch längst nicht alles an Gold. Geht noch viel länger weiter. Na, Fackel weg. Fackel wieder hin, jetzt also die jeden Fackel aufbrauchen. Hier ist das überhaupt nicht wertvoll, würde ich sagen. Wir können hier vielleicht die Farm mal später hier verbreitern. Die Baumfarm noch ein bisschen größer. Ich habe ja gesagt, ich möchte am Ende des Parts ja nochmal was über die Slimes sagen. Da werde ich mal einen 5 Blöcke langen Tunnel dahin graben. Oder 5 Blöcke breiten, damit ich da die Schienen in beide Richtungen legen kann. Dann nehme ich auch ein paar Schienen mit. Und deswegen brauche ich auch viel Gold für. Für die Booster-Schienen. Ich brauche natürlich nicht nur Booster-Schienen, aber natürlich ist da auch viel Gold, was ich dafür brauche. Und dann grabe ich auch viel Gold ab. Außerdem kann ich, also wenn wir ein Feuer haben, brauche ich sehr viel Gold.
werde diesen Part jetzt beenden. Und dann im Internet auch noch das zeigen, dass erst wenn ich hier das ganze Gold abgegraben habe. Deswegen wird der Part wohl etwas über eine halbe Stunde lang gehen. Geht ja in die zukünftige Slime-Farm hier auch. Dafür brauche ich auch viele Powered Rails. Lapis brauche ich erstmal nicht. Ich habe aber auch Lapis im Überfluss. Ich müsste dann am besten mal eine Pyramide bauen, damit mir das mal wieder zur Neige geht. Fackel, wenn ihr was sieht. Hört immer noch nicht auf. Es scheint ein sehr riesig großes Goldloch kommt zu sein. Weil das Inventar ist dadurch wieder voll. Muss ich das nochmal in den Ofen schmeißen. Erstmal die Goldtruhe fertig voll machen. Da scheint es endlich mal langsam aufzuhören. Da hatte ich einen Diamanten abgebaut. Das geht ja Hauptsache jetzt nur um Gold. Erstens will ich das Dach der Pyramide aus Holz, dann das Holz aus Gold Blöcken bauen und zweitens will ich damit die vielen Boosterschienen finanzieren. Ich will jetzt viel Gold brauchen. Und deswegen wieder das ganze Gold abgraben. Und da ist meine Leitzentrale, sieht man richtig zwei Ebenen. Noch weiter. Noch mehr Gold, man hört schon auf. Wann hört's denn hier auf mit dem Gold? Muss ich nur zurückgehen. Hier geht's zurück. Ich glaube, ich höre damit erst einmal auf, damit es nicht zu langweilig wird für euch. Sagt die 64. rein. Ich höre die 5 Öfen wieder befeuern mit allem mit Gold. Haben die auch noch genug Kohle hier. 33, 32, 40, 33, 3, das wird nicht reichen, dann müssen wir Kohle rein. Das wird reichen, das würde nicht reichen. Hoffen wir, dass es halt aus dem Teil hat, wir werden jetzt auch noch teilen mit dem Kleinzimmer. So, da habe ich jetzt meine Basis. Liegt hier bei minus 61 und 32. Also minus 61 und 32. Go. Nicht da. Oh, das sieht relativ gut aus hier. Da ist Chunk relativ in der Nähe. Dann suche ich erstmal diesen einen Chunk. Ich kann natürlich noch später diese beiden Chunks ausgraben. Und dann müsste ich ja im nächsten Part nicht dahin graben. Also die mit der Schiene dahin graben zu den. In welchen Koordinaten muss ich da denn hingraben? Muss ich dann zu x minus 48 und z 32 hingraben? Ich hoffe, dass der Let's Play hat euch gefallen hat. Gebt dafür Daumen hoch, teilt das Video und abonniert mich für weitere Videos.